Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Die Wurzeln von Regisseur Guillermo del Toro liegen im Fantastischen. Das war bei ihm aber nie Selbstzweck. Immer wieder hat er seine Filme auch politisch aufgeladen. Schon in seinem frühen Meisterwerk Pans Labyrinth nahm er sich in Form eines Gruselmärchens auch noch den spanischen Faschismus vor. The Shape of Water war für ihn vor 4 Jahren ein überfälliger Erfolg mit 4 Oscars und griff Themen wie Fremdenhass und Identität auf. Kein Wunder, dass danach die Stars Schlange stehen, um bei ihm mitspielen zu dürfen. So wie diesmal Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara und Willem Dafoe. Und wie eigentlich alle Del Toro-Filme ist auch Nightmare Alley ein Fest für die Augen und außerdem eine Hommage an das klassische Hollywood. Ein Jahrmarkt irgendwo in Amerika, Ende der 30er Jahre. Bradley Cooper spielt Stan, der hier Zuflucht sucht. In einer Welt, die für Ablenkung sorgt in düsteren Zeiten, große Depression, Massenarbeitslosigkeit. Und Stan selbst hegt ein dunkles Geheimnis. Den Leuten hier ist völlig egal, wer du bist oder was du getan hast. Die Charakterstudie von Stan, einem, der fest entschlossen ist, dem Elend zu entgehen. Das ist der neueste düstere Coup von Starregisseur Guillermo del Toro. Ein Film noir. Ich will dieses Genre ins Heute bringen, visuell und thematisch. Im Film Noir sieht man einer Figur dabei zu, wie sie sich selbst zerstört. Das ist für mich der Unterschied zur griechischen Tragödie, in der die Götter gegen den Menschen kämpfen. Im Noir der amerikanischen Tragödie kämpft der Mensch gegen den Menschen, der die falschen Entscheidungen trifft, und wir sehen ihm dabei zu. Stan lässt sich ein mit Hellsehern und Gedankenlesern, die tief in die Psyche ihres Gegenübers blicken. Was können Sie mir verraten? Armbanduhr. Lederarmband. Abgenutzt. Oh, aber sie ist voller Bedeutung. Ich sehe einen älteren Mann. Der Junge möchte so gern geliebt werden, aber er hasst diesen Mann. Er liebte diese Uhr. Sie war der Stolz von meinem Vater. Und jetzt will er sie lernen, diese Kunst, die Menschen zu entschlüsseln, ihre Sehnsüchte und ihre Ängste zu erkennen, an Gestik, Auftreten, und mit Hilfe kleiner Tricks. Ich sehe eine Frau, Abigail. Oh Gott. Stan sieht seine Chance. Und vor allem erkennt er das Bedürfnis der Menschen, an etwas außerhalb unserer Welt zu glauben. Wenn du eine Antwort suchst, die bestätigt, was du eh für wahr hältst, bekommst du sehr billige Antworten. Und manche Leute finden darin Trost. Aber es ist sehr ausbeuterisch, eine Spiritualität zu verkaufen, die nicht echt ist. Del Toro spielt an auf Fake News und Populismus. Bereits 2018 ist er der Star der Oscar-Nacht, weil er die Themen der Zeit erspürt. Mit Shape of Water, einem Film über die Akzeptanz von Außenseitern, erzählt über die Liebe zu einer mysteriösen Kreatur. Gefeiert auch für seine poetischen Bildwelten. Auch der Jahrmarkt, gestaltet bis ins Detail mit antiken Requisiten, gesammelt von Del Toro selbst. Seine Filmskizzen handgezeichnet. Zum ersten Mal kein Fantasy. Die Geschichte basiert auf dem Roman Nightmare Alley aus dem Jahr 1946. Wie damals stehe auch unsere Gesellschaft heute wieder unter extremer Spannung. Noir ist ein sehr klassenbewusstes Genre. Eines, das die Besitzenden und die Besitzlosen aufeinanderprallen lässt. Und die Besitzlosen können diese Barriere nur durch Gewalt oder Verbrechen durchbrechen. Dieses Spiel zwischen Besitzenden und Besitzlosen gab es damals. Und es ist heute auch wieder sehr stark da. Eine Taschenuhr. Stan spielt bald ganz oben mit. Vom fahrenden Volk in die New Yorker Nachtclubs. Ich sehe noch eine Gravur. Es sind Buchstaben, richtig? Oh ja. Ich werde jetzt die Fragen stellen. Was befindet sich in der Tasche?
Madam, worauf wollen Sie hinaus? Sie sagen, Sie seien wahrhaftig. Und ich sage, Sie benutzen verbale Signale, gewisse Codes, um so miteinander zu kommunizieren. In einer Psychoanalytikerin, gespielt von Cate Blanchett, findet er seine Meisterin, eine Femme fatale. Sie ziehen es geschmeidiger durch, aber es ist nur Schwindel. Genau wie bei mir. Darauf läuft es hinaus. Guillermo del Toro spielt mit der Idee, dass Menschen damals wie heute Spiritualität, aber auch Psychologie und Religion benutzen, um andere auszubeuten, um sich zu bereichern. Eines der Dinge, die ich am amerikanischen Traum sehr quälend finde, ist diese Vorstellung von Erfolg. Dieser unstillbare Hunger, den ein Mensch ohne große Werte verspüren kann, immer mehr erreichen zu wollen. For achieving more and more and more. Stan beginnt nicht nur eine gefährliche Liaison, sondern mit ihrem Wissen über ihre Patienten auch ein profitables, aber verhängnisvolles Spiel mit Menschen auf Sinnsuche. Was beide verbindet, ist die Lust, Macht über verborgene Sehnsüchte zu haben. Aber wer hat die Macht über wen? Sie nennen es Lügendetektor. Das wollen Sie jetzt mit mir machen? Das ist der Grundgedanke, ja. Woher kommt die Sehnsucht, Lügen zu glauben? Und wie weit ist man bereit zu gehen fürs eigene Fortkommen? Nightmare Alley, eine große moralische Erzählung über das düstere Wesen Mensch. Finnland erhebt weltweit die höchsten Steuern auf Alkohol. Getrunken wird trotzdem reichlich, entweder weil es im Winter so deprimierend dunkel ist oder weil im Sommer die Nächte so endlos scheinen. Einen Grund gibt's immer. Für Wirt Heikki ist es der Pandemiefrust. Darum ist er im Lockdown derzeit sein einziger Gast. Das bleibt in Mika Kaurismäkis melancholischer Komödie Eine Nacht in Helsinki aber nicht lange so. Als er für einen Freund in Not doch die Tür öffnet, wird die Lage schnell unübersichtlich. Helsinki im Lockdown. Barbesitzer Heikki steht vor einer schweren Entscheidung. Krankenhausarzt Risto kommt an seine Belastungsgrenzen. Und Johanni, beamteter Sozialarbeiter, hat noch ein ganz anderes Problem. Sie sind die Protagonisten im Kinofilm Eine Nacht in Helsinki, der während der Pandemie im Frühjahr 2020 spielt und gedreht wurde. Statt 1. Mai-Party, lähmender Stillstand. Leergefegt die Straßen, Kontaktsperre. Eine Herausforderung für das Filmteam um Regisseur Mika Kaurismäki. Mit seinem jüngeren Bruder Aki prägt er das finnische Autorenkino bereits seit den 80er Jahren. Ja, sowas hat man ja nie erlebt. Und die Gesellschaft war komplett zu. Und die Unsicherheit, was jetzt passieren wird. Ja. Jeder war in so einer ganz komischen Stimmung. Und diese Stimmung wollte ich irgendwie aufnehmen. Hauptdreh- und Spielort seines Films, die Corona-Bar, die Kaurismäki-Brüder in Helsinki betreiben. Den passenden Namen hatte sie schon lange vor der Pandemie. Im Film betreibt Heikki die Bar. Einlassen darf er niemanden. In der Einsamkeit der Nacht will er allein den Frust über seine ausweglose Situation in Alkohol ertränken. Ich habe gesehen, dass das Licht an ist und ich dachte, ich traue mich einfach mal zu fragen. Ich habe zu, weißt du ja, alles ist zu. Du weißt doch, alle haben jetzt zu. Ich darf dir nichts verkaufen. Ich weiß, aber ich habe wirklich einen guten Grund. Ein Glas kannst du mir doch ausschenken, das muss doch möglich sein. Risto hat gerade eine seiner Patientinnen verloren. Der Tod des jungen Mädchens bedrückt ihn, wie auch seine kriselnde Ehe. Ich sollte mal zumachen. Nein. Weißt du was? Als ich vorhin mit der Arbeit fertig war, habe ich beschlossen, nicht nach Hause zu gehen, bevor ich entschieden habe, ob ich dort bleibe oder ob ich gehe. Wartet deine Frau nicht zu Hause? Sie ist zu Hause, aber ich weiß nicht, ob sie auf mich wartet. Wahrscheinlich wartet sie. Sieht so aus, als wäre es bei dir auch nicht so toll. Hm? Viele Frauen haben mir gesagt und mich bedankt, dass ich den Film gemacht habe.
Weil jetzt verstehen die Frauen Männer besser, weil die zu Hause gar nichts reden. Jetzt sehen sie in dem Film, dass die finnischen Männer auch reden können und auch reden und auch Probleme haben. Auch Juhani hat offensichtlich ein Problem. Sein Eintreffen in der Bar verunsichert die beiden Männer. Womöglich ist er der flüchtige Mörder, nachdem die Polizei fahndet. Doch bald schon erscheint ihnen der geheimnisvolle Fremde als ein Opfer unglücklicher Umstände. Ich bin so verdammt froh, dass ich euch das erzählen konnte. Dafür bin ich euch unendlich dankbar, das muss ich sagen. Ja. Ich brauche Zeit, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Ich muss mein Herz ausschütten können. Hey, meine neuen Freunde. Also gut, dass du mich dran erinnerst. Wollen wir noch? Die Bar, Refugium für gebeutelte Männerseelen. Die Dialoge, authentisch improvisiert. Ich kann nur über den Film sagen, dass es wirklich auch eine sehr therapeutische Erlebnis war, auch für die Schauspieler und für mich auch. Also das ist das, was die Nacht allen gibt, ja. Das ist die Gnade. Das ist sehr wichtig im Leben, dass man zusammen ist. Eine Nacht in Helsinki ist ein wundervoll lakonisches Kammerspiel. Melancholisch und zutiefst menschlich. Ein Appell an den Zusammenhalt in Zeiten des Social Distancing. Viele Stadtmenschen träumen vom Leben auf dem Land, aber der Trend geht in die andere Richtung. Weitaus mehr Menschen zieht es in die Städte, wegen der Jobs oder der besseren Versorgung in eigentlich allen Belangen. Für die Verbliebenen in der Provinz wird es dadurch noch schwieriger, weil immer mehr Angebote wegbrechen. Ein Teufelskreis, den der Spielfilm Niemand ist bei den Kälbern von Sabrina Sarabi zeigt. Es ist zwar mitunter deprimierend, aber auch dicht an der Realität und von Saskia Rosendahl grandios gespielt. Ein Sommer auf dem Land, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Machst du dann die Kälber? Ja. Hier lebt Christine auf dem Hof ihres Freundes Jan und steckt fest im ewigen Trott zwischen Arbeit und, ja, ehrlich gesagt, nicht viel mehr. Und was macht ihr hier? Wartungsarbeiten. Bis ein Windkraftingenieur aus Hamburg in ihr Leben tritt. Du bist nicht gern da. Und warum machst du nichts anderes? Ich kann nichts anderes. Der weckt in Christine den Wunsch nach mehr. Kann ich ewig in diesem Café bleiben? Doch sie hat auch keine Ahnung, was sie stattdessen machen soll. Wovon träumst du? Ist doch egal. Hauptsache weg. Aber wie soll das funktionieren ohne Perspektive? Kannst du hier nachher noch die Spalten abspritzen? Ja. Und so bleibt alles ganz schön trostlos und auch ziemlich langweilig. Dass das nicht für den Film gilt, ist vor allem Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl zu verdanken. Jan! Die spielt in Niemand ist bei den Kälbern mit einer einnehmenden Präsenz. Eine junge Frau, deren eigene Identität zwischen Arbeit, Beziehung und Familienzoff verloren gegangen ist. Das ist mal dramatisch, teilweise aber auch recht träge und langatmig. In jedem Fall eine sensible und clever gestrickte Charakterstudie und ein realistisches Porträt des Landlebens. Das war das Kinoressort bei Tagesschau24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.